Hallöchen und willkommen zurück zu Riddles of Hate, die wilde Jagd, Bonus Part 5. Ne? 5 ist jetzt, ne? Alter Schwede, ey, hab ich Probleme. Ja, in der letzten Folge haben wir wie ein Wilder gesucht nach dem letzten Eieiei. Und ja, hab ich's gefunden auf einer Karte, wo es nicht angezeigt wird. So, wir haben doch hier diesen Pharaonenstab und ich würde mal sagen, ja genau, der ist genau dafür gedacht. Ei. Ja, in der Hauptgeschichte wird natürlich nicht, oder verschwinden diese Ausrufezeichen natürlich nicht. Und hier werden sie noch nicht mehr angezeigt, die übrigen, hä? Da habt ihr sie wieder gekonnt. So, wir haben alle 4 Eier. Und haben sogar einen Freund gewonnen. Ja. Taubsi, Flügelschlag. Ja. Knochenkönigin. So, wie viele fehlen da eigentlich jetzt noch? 2 weitere. Gut, dann ist das nämlich auch für demnächst fertig. Was ist denn sonst noch da oben? Irgendwelche komischen Zeichen? Was ist das denn hier? Ach, hier muss ich ein Kelch... Ich habe jetzt gelesen. Kelch, ey. Ich wollte schon fragen, wie willst du da ein Kelch eintreiben? Ja. Hier passt etwas hinein, was mit dem Tod zu tun hat. Das sind die Apokalypse-Reiter, ne? Tod wird natürlich jeder hier, der letzte hier sein. Der hat nämlich Totenschädel dabei. Oder wird das die Pest? Ne, Pest müsste, glaube ich, sogar hier Anfang sein, ne? Dann haben wir Krieg. Ich kenne die gar nicht mehr. So, ja, der Drache ist weg und wir können weiter. Sümpfe und Wälder. Was werde ich wohl noch finden? Eine Eule, die uns blöd anguckt. Und ein Pärchen, das vor uns abhaut. Okay. Ja, ich sehe es, ein Feuerwolf. Wir haben doch noch unseren Kelch, oder? Nehmen wir noch mal ein bisschen Wasser und kühlen den ein bisschen ab, hä? Klappt bestimmt nicht, oder? So, ein Feuerwolf. Hier ist sogar noch ein Glühwürmchen. Ich glaub's nicht. Was ist das denn? Ach so. Ja, gut und schön. Das müssen wir auch noch irgendwie machen. Was ist das denn für eine Brühe? Die Liane könnte gut als Seil dienen. Ich muss nur etwas an ihr festbinden. Okay. Ich hab nur nichts. So, fertig. Hier fehlt ein Horn, das sehe ich jetzt schon. Da treibt ein Schiffchen rum. Hier fehlen Bretter. Die ich fest... nicht festnageln brauche? Okay. Ein Buddelschiff. Ich brauche nur das Schiff. Ach, echt? Mann. Ich sehe doch schon, dass dahinter was ist. Ihr habt sie echt nicht mehr alle. Jo, das zweite Horn, du brauchst einfach nur mal... Nee, bringt nichts. Was ist denn mit dem hier passiert? Sumpfen, wir sehen's. Baumharz. Aha, das kann ich abkratzen.
Mit was? Mit dem Brett wohl nicht, hä? Okay. Warum da ein Feuer brennt, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass da vorne ein... Was? Feuer fürchtet Wasser und Eis. Ein Eiswesen könnte den Feuerwolf zwingen. Nur wo sollen wir ein Eiswesen herbekommen? Das ist die andere gute Frage. Da oben haben wir die komische Eule. Ist nix weiter? Warte mal, jetzt haben wir ein Schiff. Ich würde mal sagen, der Pirat stammt eher da als hier. So, und ich würde mal sagen, ein neues Bimmelbild hat sich uns eröffnet. Was, ein Eisherz? Auch nicht schlecht. Zirkelkreuzlupe. Lupe haben wir hier. Kreuz haben wir hier. Zirkel haben wir da. Kanonenkugel. Da. Augenklappe. Kraken. Hier ist ein Fisch. Ach da. Fischfossilien. Da ist der Kragen. Eine Augenklappe. Globus und ein Steuerrad. Da unten haben wir einen Elefant. Ja. Genau. Augenklappe? Wo habt ihr denn hier... Jo, genau. Genau. Ein Eisherz. Hä? Wofür? Ein Eiswesen? Sollte ihn bezwingen. Hä? Gut, das sind wir jetzt schon hier unten. Das bringt uns schon mal gar nichts. Ja, das ist ja sehr gut. Ich habe nichts, woran ich das was befestigen kann. Ich wüsste auch nicht, was ich da in das Wasser reinlegen sollte. Hast du hier was zu sagen? Nee. Hier glühen überall die Augen auf, ist auch nicht schlecht. Der hat sich hier wohl auch ein bisschen verlaufen, ne? Da oben brauche ich einen Keil. Nee. Da habe ich einen... Irgendwas von Tod. Was? Hier komme ich immer noch nicht durch. Das ist ja... Wo soll ich denn jetzt ein Eiswesen herkriegen?
Nee. Gibt auch nicht. Vor allem, wo soll ich einen Keil herkriegen? Es ist alles schon abgeschlossen, wie es aussieht. Hier ist nichts weiter, hier ist auch nichts. Habe ich ein bisschen Feuer. Den Salamander könnte ich eigentlich da hinten aufs Eis schmeißen. Ja. Das würde den anderen Leuten aber nicht so gefallen, ne? Ja. Ja, nein, vielleicht. Was? Ich weiß nicht. Kann ich? Nee, immer noch nicht. Hier bringt's mir auch nichts, ne? Nee. Schmeiß es in das Loch, vielleicht kommt da was nach oben. Das ist ja... hat's gebracht, muss ich sagen. Das hat's echt gebracht. Kann ich auch nichts machen? Was sagte hier? Ein Glühwürmchen würde ein wenig Licht in die Angelegenheiten bringen. Jo, ne? Bringt mir nur nicht viel, wenn hier nichts ist. Was, womit ich die einsammeln könnte? Ja, das ist hier das Horn. Das zweite Horn fehlt, ich weiß. Hier ist nichts weiter. Hier ist nur die Liane, wo ich irgendwas dran befestigen könnte. Kochendes Wasser. Damit könnte ich Eis schmelzen. So. Was ist das jetzt eigentlich? Eine leere Lampe. Eins von drei. Ups, falsche Richtung. Zwei von drei. Drei von drei. Jetzt machen wir hier wirklich mal ein bisschen Licht. Ich wollte schon sagen. So, was haben wir denn hier? Oh, einen Meißel. Und mit dem... Hä? Ja, klar, ihr braucht... Ihr habt doch wohl nicht mehr alle. Ihr habt doch echt nicht mehr alle. Ja, wo war der nochmal? Hier war er. Ah, was haben wir denn da Schönes? Ist ja auch nicht schlecht. Was? Hä? Was soll ich damit mit... Hä? Und weiter? Ich sollte jetzt alle da unterbringen, oder was? So wie ich das jetzt verstanden habe. Wahrscheinlich auch noch farblich sortieren, hä?
Das ist ja super, ey. Ich wollte schon sagen, warum reagiert denn das jetzt nicht mehr? So, ich sortiere die einfach mal irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob das auch so richtig ist. Ups. Ach. Ich auch. Naja, egal. Ich hoffe, das mache ich auch so richtig. Fülle jedes Rad mit Kugeln einer Farbe auf. Drücke die grauen Pfeile und Kugeln der angezeigten Farbe. Drücke auf eine Kugel an einem Rad, um die. Drücke auf ein Rad, um dieses zu drehen. Okay. Machen wir. Gucken wir. So. Das kann ich eigentlich dahin schicken. Naja, egal. So, dann füllen wir das Ding da hinten einmal auf. So. Okay. Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Dann sind die, glaube ich, sogar blockiert, so wie ich das da mal gerade eben gelesen hatte, oder? Hä? Okay, also wenn das, nee, das kann ja nicht sein, dann, nee. So, den drehen wir mal so rum. Den schicken wir mal hier durch. So, sind die auch fertig. Dann haben wir hier wieder einen Blähen. Warum nicht die da drüben durchschickt, das weiß ich auch noch nicht so ganz. Ja, danke vielmals, dass das überhaupt noch zu drehen geht. Da bin ich ja froh und glücklich drüber. So, das haben wir einmal. Können wir das hier. Da kommt das Blau mit durch. So. Ist das auch schon fast fertig? Ach ja. Eieiei, wie gut, dass sich das immer steuern lässt hier. Das ist ja atemberaubend. Was habe ich da jetzt nochmal? Eine grüne. So, das Ding ist durch. Das Ding ist auch noch nicht durch. So. Einer geht noch, einer geht noch rein. Schicken wir die da lang. Das auch schon fast fertig. Blau. Noch mehr Blau. Na, egal. Grün. Oh, ist das schön. Schönes Grün hier. Kann man. Blau. Grün. So. Nehmen wir da nochmal blau, dann nehmen wir hier ein Türkis. Ah, ist das. So. Es ist nicht schwer, aber ein bisschen langwierig. Hm?
So. Ups, hätte ich ja gleich. Naja, egal. Grün. Können wir gleich mal hier durchschicken. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich noch einmal das gleiche mit der gleichen Farbe voll mache. Mal gucken. Türkis und noch ein Blau, so schön Blau hier. Yeah. So ein Grüner kommt hier ein. So, dann drehen wir den einmal. Mal gucken, kann man nur ausprobieren, ne? Was passiert? Was hab ich? Türkisen, okay. So. Wenn das überhaupt noch voll geht, heißt. Upsala. Ne, geht zum Beispiel nicht mehr voll, so wie Sie das sehen. Das ist doch gut. Da ist gerade die nächste Kugel rausgeflogen, habt ihr gesehen? Und den packen wir jetzt in unsere Tasche. Ein Eistiger, super. Tiefgekühlte Ware. So, wir haben dank dem Rätsel jetzt natürlich ein bisschen Überlänge. Aber ich hoffe natürlich, euch hat das Let's Play bis jetzt doch gefallen. Und ja, vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was hat euch gefallen, was hat euch nicht so gefallen, was könnte ich eventuell noch ein bisschen besser machen. Und dann werden wir mal in der nächsten Folge nachsehen, wie weit wir dann kommen. Es wird ja doch ein ganz schön langes Bonuskapitel hier. Ja, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Und ja, dann wünsche ich euch natürlich wieder einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Davilo und tschüss.